Jo Leute, grüßt euch, Konrad wieder hier mit einem neuen Video. Heute soll es mal wieder über Call of Duty gehen und im Speziellen über Vanguard, denn das Spiel kommt in ein paar Tagen raus und es sind ein paar Neuigkeiten rausgekommen, was sich alles so verändert hat und ja, die YouTube-Community ist am Ausrasten, wie toll doch Call of Duty jetzt auf einmal wird und ja, alles ist besser. Nichts ist mehr schlecht und bitte kauft das Spiel, denn sonst macht ihr den größten Fehler eures Lebens. Aber das ist natürlich nicht so und darüber werde ich jetzt gleich ein bisschen reden. Allerdings, vorweg erstmal will ich mich bedanken für das Feedback beim letzten Video. Also es gab relativ viele Views. Liegt wahrscheinlich daran, dass es halt mal wieder um Call of Duty geht. Das Spiel, worauf eigentlich mein Kanal irgendwann mal entstanden ist. Aber da Call of Duty halt heutzutage nicht mehr so wirklich dasselbe ist, ja, freut es mich dennoch, mal Videos in der Art und Weise zu bringen und ja, scheinen euch zu gefallen. Deshalb machen wir jetzt heute nochmal ein Video über Vanguard, weil ich höchstwahrscheinlich das Spiel mir erstmal auch nicht kaufen werde. Ja, das Interesse ist relativ wenig. Wenn überhaupt, dann wird eventuell mal das neue Warzone mit der neuen Map gespielt. Aber dennoch, sozusagen als Dankeschön, soll es heute nochmal ein Call of Duty Video geben. Allerdings gibt es kein Vanguard Gameplay oder auch kein Cold War. Also Cold War habe ich mir erst gar nicht geholt, absolut kein Interesse gehabt. Und ja, die Vanguard Beta habe ich, also wenn ihr jetzt gucken wollt, ich habe ein Video live dazu aufgenommen und danach sofort deinstalliert. Also ich hatte auch überhaupt kein Interesse mehr, da überhaupt noch irgendwie Zeit noch in die Beta zu investieren. Und da wären wir auch eigentlich beim Thema des Videos, wieso ich persönlich der Meinung bin, dass Vanguard eigentlich überhaupt nicht gefixt wurde und ja, dass auch höchstwahrscheinlich nicht wirklich der Fokus der Spielentwickler ist, sondern es ist wie immer Warzone. Also alles deutet eigentlich nur darauf hin, ja Leute, das Spiel gibt's, damit ihr Warzone spielt und dort euer Geld ausgibt. Ich habe sogar einen Beweis mehr oder weniger dafür, den ich euch gleich zeigen werde. Allerdings erstmal kurz zu den Nachrichten. Also es wurde letztens ein Post rausgebracht, wo alles Mögliche aufgelistet wurde, was sich von der Beta verändert hat. Und das ist doch relativ viel. Also man muss ganz ehrlich sagen, es klingt erstmal nicht schlecht. Also was die Grafik betrifft und die Sichtbarkeit von Gegnern und so weiter, wurde übelst viel geändert. Dann wurde der Audio-Teil auch nochmal mehr oder weniger fast komplett überarbeitet. Vieles, was das Movement betrifft und die Killstreaks und vor allem, dass Ninja jetzt eine Perk geworden ist, sind eigentlich erstmal ziemlich gute Neuigkeiten, wenn man sich überlegt, in welchem Zustand die Beta war. Aber wenn man das auch ein bisschen von der anderen Seite betrachtet, ist das alles ungefähr das, was wir schon immer als fertiges Spiel bekommen haben. Selbst in Cold War, also das Spiel, was noch ein Jahr zuvor rausgekommen ist, war Ninja eine ganz normale Perk. Und so viele Sachen, die eigentlich vorher funktioniert haben, funktionieren jetzt auf einmal nicht mehr. Und dann wird uns, wie ich das auch damals schon angesprochen habe, uns einfach so vorgegaukelt, dass alles gefixt wurde. Wobei das eigentlich keine Fixes waren. Also es wurden nur die Bugs und die Fehler, die ja von Anfang an schon drin waren, beseitigt. Sprich, das Spiel ist jetzt mehr oder weniger in einem Zustand, in dem es eigentlich schon von Anfang an hätte sein sollen. Und wenn es um die eigentlich wichtigen Sachen geht, davon wird natürlich erstmal überhaupt nicht gesprochen, wenn überhaupt irgendwann. Ganz vorne natürlich Skill-Based Matchmaking, also das ist so ziemlich der Hauptgrund, wieso ich überhaupt kein Interesse mehr an Call of Duty habe. Entweder kriegt man super langweilige Schwitzer-Lobbys, wo alle nur die besten Waffen und besten Perks benutzen und campen und Headglitchen, was das Zeugs hält. Oder man bekommt Lobbys, wo die Verbindungen einfach richtiger Dreck sind. Oder man auch konstant gegen volle Partys spielt, weil man eben alleine auch gute Statistiken hat. Und damit sich das halt ausgleicht, kriegt man schwere Gegner. Und im Gegenzug dazu kriegt man auch noch die schlechtesten Mitspieler, die es in der ganzen Lobby zu finden gibt, ins eigene Team gesteckt. Und wenn es noch um den eigentlichen Multiplayer geht, vermisse ich persönlich auch das Prestige-System und generell einfach irgendwas, worauf man hinarbeiten kann. Zum Beispiel in Cold War wurde uns jetzt, heute glaube ich, ein neuer Patch gegeben, wo man 100% Challenges und Calling Cards, also die Emblems dafür kriegen kann. Wieso gab es sowas nicht von Anfang an? Jedes alte Call of Duty hatte das früher drin gehabt und auch generell einfach, es gab eben ein Ziel. Sprich, man konnte auf irgendwas hinarbeiten, das gibt es heutzutage eigentlich nicht mehr. Vor allem auch durch die ganzen DLCs. Also wenn ich irgendwie alle Skins haben will, schön und gut, dann spiele ich das. Aber irgendwann verliert es auch an Wert, einfach nur, weil es andauernd neuen Kram ins Spiel gebracht wird, den man sich kaufen kann. Und meistens sind diese Sachen auch besser als der eigentliche Content im Spiel. Also die Skins sehen meistens besser aus, die Emblems sehen viel wertvoller aus, sprich, da wurde auch viel mehr Zeit von den Künstlern hineingesteckt.
Ja, und im Endeffekt, alles das, was man durchs Spielen bekommen kann, sieht entweder nicht wirklich toll aus oder verliert einfach an Wert, weil ja die Sachen, die man sich kaufen kann, halt einfach besser sind. Und den Prestige-Modus, den gibt's halt nicht mehr, der wird ersetzt durch saisonale Sachen, die man konstant erspielen soll, wenn wieder halt eine neue Season rauskommt und danach fängt wieder alles von vorne an, einfach als hätte man nie irgendwas gespielt. Und ich finde dieses System einfach ziemlich idiotisch, wenn man die Spieler einfach ein bisschen länger halten will. Und all diese Sachen, die halb durchdacht sind, die sind in erster Linie so, weil der Fokus halt immer auf Warzone ist, da steckt das meiste Geld. Und wie wichtig Warzone Activision ist, ist mir auch vor kurzem aufgefallen, als ich versucht habe, Modern Warfare zu spielen. Und das will ich euch kurz mal zeigen. Vorweg, ja, Modern Warfare ist jetzt nicht mehr das aktuellste Call of Duty. Cold War ist das aktuelle und ja, da kann ich so ein bisschen verstehen, dass das, was ich euch gleich zeigen will, so ist. Aber wenn ich versuche, Modern Warfare auf PC zu spielen, dann muss ich den Blizzard Launcher starten. Und da sucht man jetzt erstmal ein bisschen vergeblich nach Modern Warfare. Denn hier oben ist das Spiel einfach nicht mehr vorhanden. Man muss in Warzone reingehen, um Modern Warfare zu spielen. Sprich, es ist kein eigenes Spiel mehr. Und das, wofür ich irgendwann mal 60 Euro ausgegeben habe, gibt's fast gar nicht mehr. Also das Spiel gibt's schon noch, aber es wird nirgendwo wirklich präsentiert. Und wenn man hier jetzt auf die Installation geht, kann man nämlich auswählen, was man genau eigentlich installiert haben will. Und ich persönlich hatte den Multiplayer und Survival noch drauf und Warzone kann ich gar nicht abwählen. Also Warzone ist quasi dasselbe wie Modern Warfare, nur habe ich bei Modern Warfare das Spiel, wofür ich Geld ausgegeben habe, die Option, alles wieder deinstallieren. Aber Warzone nicht. Warzone muss draufbleiben, so gehört sich das. Und wenn ich jetzt das Spiel auch erstmal starte, ist das Nervige daran, dass jedes Mal, wenn es in Warzone ein Update gibt, und das ist verdammt häufig, also so wie ich das immer mitkriege, alle 2-3 Tage gibt es wieder einen neuen Patch, den man sich runterladen muss, muss das jedes Mal geupdatet werden, nur wenn ich Modern Warfare spielen will. Also das ist nicht wirklich konsumentenfreundlich, sondern das ist alles nur da, um die Leute dazu zu bringen, eben Warzone zu spielen. Ich meine, wie gesagt, ich verstehe es ein bisschen, weil Modern Warfare nicht mal das aktuellste Call of Duty ist, aber das wird auch mit Black Ops Cold War genauso sein. Also das wird wahrscheinlich, wenn Vanguard draußen ist, hier verschwinden und auch nicht mehr zu finden sein. Und wenn das Spiel dann irgendwann mal gestartet ist, wird man zu Beginn erstmal begrüßt von einem Ladebildschirm, der quasi nur Warzone und Cold War repräsentiert, obwohl ich, wie gesagt, immer noch eigentlich nur Modern Warfare spielen will. Und wenn ich dann irgendwann mal hier im Hauptmenü bin, ist natürlich wieder Modern Warfare ganz hinten irgendwo versteckt. Die Shader installiert es irgendwie auch, irgendwie jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, wieder von vorne aus irgendeinem bestimmten Grund. Aber gut, einfach mal jetzt weiter auf Multiplayer drücken. Und da bin ich dann irgendwann endlich mal im Spiel gelandet, was ich eigentlich spielen wollte. Und hier wird auch wieder richtig fett der Battle Pass angekündigt. Und wenn ich das jetzt nicht falsch verstehe, ist das ein Battle Pass, der eigentlich für Black Ops Cold War gedacht ist und für Warzone. Sprich, hier oben sind immer die Spiele, wofür das eben gültig ist. Und es ist nicht Modern Warfare, aber dennoch soll ich Geld für einen Battle Pass ausgeben, für Skins, die ich in diesem Spiel eigentlich auch nicht benutzen kann. Ja, also wie gesagt, Warzone ist halt die große Geldmaschine, die Activision halt so im Repertoire hat. Und es ist auch ein Witz, wenn ich mir hier angucke, wie viel ich eigentlich Modern Warfare gespielt habe. Verglichen mit alten Call of Duties ist es doch ein bisschen weniger. Insgesamt 2 Tage Spielzeit. Ja, das habe ich in den alten Call of Duties wahrscheinlich irgendwie in der ersten Woche hingekriegt. Aber wie dem auch sei, ihr versteht hoffentlich, worauf ich hinaus will. Warzone ist halt eigentlich das, womit Geld verdient wird. Also alles, was es in Vanguard mehr oder weniger gibt, ist ja eben dafür da, die Leute dazu zu bringen, Warzone zu spielen. Also die ganzen Waffen, die man sich dann eben freischaltet und auflevelt, die sind halt dann in Vanguard aufzuleveln. Und ich meine, das ist auch irgendwo verständlich. Aber dennoch, mich würde es halt einfach wundern, wenn der Fokus von den Spieleentwicklern im eigentlichen Multiplayer sein sollte. Deshalb gehe ich auch von aus, dass wenn das Spiel dann draußen ist, dass das ganze Balancing mehr oder weniger erstmal auf Warzone ausgerichtet ist. Und ich will nicht sagen, dass Vanguard ein schlechtes Spiel wird, aber ich glaube, mehr als mittelmäßig ist einfach nicht drin. Das sollte man auch nicht erwarten, denn wie gesagt, Warzone ist halt das, womit die Spieler auch ihre Zeit verbringen sollten. Und allein durch eben so Sachen wie kein Prestige zu haben, Skill-Based Matchmaking, werden die meisten Spieler auch höchstwahrscheinlich die meiste Zeit mit Warzone verbringen, halt zu Recht. Aber dennoch kann man sich das alles ersparen und
macht's wie ich, holt sich Vanguard erstmal nicht, spielt dann einfach Warzone, das eigentliche Spiel von Activision, und hofft halt, dass das wenigstens hoffentlich halbwegs mäßig in Ordnung ist. Ich persönlich habe damit eigentlich auch jetzt nicht so viel Spaß mehr gehabt, denn Warzone ist meiner Meinung nach einfach ein Partyspiel. Das sollte man mit anderen Leuten zusammenspielen und nicht zu ernst nehmen. Wenn man das alleine spielt, ist es meiner Meinung nach einfach schlecht gemacht. Es ist eigentlich gar nicht dafür gemacht, alleine zu spielen. Und das ist auch wieder eine Sache, die eben wegen Geld so ist. In Partys lässt sich einfach mehr verkaufen. Und wenn ich Statistiken dazu hätte, bin ich mir ziemlich sicher, dass Leute, die in Partys spielen, sehr viel mehr Geld für ja, diese ganzen Skins und so weiter ausgeben, als Leute, die eben einfach nur alleine spielen. Und will mit dem Video halt einfach nochmal euch zeigen, dass ihr echt nicht zu viel von diesem Spiel erwarten solltet. Wenn ihr jetzt euch um den Multiplayer kümmert, wenn es um Zombies oder um die Kampagne geht, ist es wieder was anderes. Darüber habe ich jetzt in diesem Video eigentlich überhaupt nicht reden wollen. Aber die sind in der Regel eigentlich immer ganz ordentlich gemacht. Die Kampagne zum Beispiel in Modern Warfare, ich glaube, damit hatte ich mehr Spaß gehabt als mit dem eigentlichen Spiel. Und ich habe die Story auf dem Realismus-Schwierigkeitsgrad durchgespielt. War nicht ideal gemacht. Ich finde, da war das Gewallhacke von den Bots einfach ein bisschen zu krass. Aber dennoch hatte ich irgendwie immer noch mehr Spaß damit als mit Skill-Based Matchmaking im Multiplayer. Und so nebenbei, wenn ihr euch das angucken wollt, ich habe das als Playlist auf meinem Kanal hochgeladen. Das ganze Let's Play von der Kampagne. Und ja, wie gesagt, wenn es um Vanguard geht, werdet ihr wahrscheinlich jetzt nicht Videos großartig von mir erwarten dürfen. Mal gucken, wie es dann irgendwann mal mit Warzone aussieht, wenn die neue Map rauskommt. Hoffe dennoch, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns die Tage wieder. Bedanke mich fürs Zusehen. Haut rein. Bis dann. Und tschüss.